sprechen wir mit Martin Häusling. Er ist agrarpolitischer Sprecher der Fraktion Die Grünen im Europaparlament. Einen schönen guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Herr Häusling, die Richter sagen, mit der Pflanzenschutzverordnung der EU sei alles in Ordnung. Sehen Sie das genauso? Ja, formell ist zwar alles in Ordnung mit der Pflanzenschutzverordnung, aber es gibt erheblichen Verbesserungsbedarf. Also Sie haben ja Glyphosat angesprochen. Gerade bei Glyphosat gibt es ja einen wissenschaftlichen Streit, ob es denn krebserregend ist. Wir sind der Meinung und viele Umweltverbände auch, dass wenn ein Verdacht besteht, dass dann dieser Verdacht auch dazu führen muss, dass man vorsichtiger damit umgeht und es auch besser gekennzeichnet werden müsste. Eigentlich müsste auf jede dieser Glyphosat-Verpackung auch ein Zeichen für Krebsgefährdung draufstehen. Das ist aber leider im Moment nicht der Fall. Sie haben es gesagt, es gibt einen wissenschaftlichen Streit, bisher noch keine eindeutigen Belege. 2017 hat sich ja die EU nach langem Streit wieder darauf geeinigt, Glyphosat für weitere 5 Jahre zuzulassen. Glauben Sie, dass es vorher erneut Verbotsversuche geben wird? Wir werden die ganze Diskussion jetzt noch mal führen. Das heißt, es muss ein neuer Antrag gestellt werden. Das ganze Verfahren fängt jetzt wieder von vorne an. Wir hatten aber zwischenzeitlich einen Ausschuss im Europäischen Parlament, der deutlich gemacht hat, in Europa gilt das Vorsorgeprinzip und wir müssen Risiken, die vielleicht im Moment gar nicht so hoch bewertet werden, deutlicher klar machen. Und deshalb bin ich eigentlich sehr hoffnungsvoll, dass bei der nächsten Überprüfung deutlich wird, dass die Risiken von Glyphosat größer sind als bisher angenommen. Und dass demzufolge auch eigentlich eine Einschätzung folgen muss, das Ganze ist krebserregend und darf so nicht frei gehandelt werden und darf schon gar nicht mal in irgendeinem Baumarkt auftauchen und dann für jeden Laien käuflich sein. Ist dieses Vorsorgeprinzip vor allem der große Unterschied zwischen den USA und der Europäischen Union? Das ist in der Tat ein Riesenunterschied. In den USA können Sie erstmal alles auf den Markt bringen, müssen dann aber das Risiko tragen. Das sieht ja jetzt Bayer, Monsanto sehr deutlich, dass wenn ein Risiko nachgewiesen wird, dann Verbraucher oder Nutzer dann auch anschließend das einklagen können. Also im Moment muss man wirklich sagen, Bayer leidet sehr stark darunter, dass in den USA ein anderes System stattfindet. Aber das europäische System finde ich eigentlich besser, dass man vorher prüft, ob was auf den Markt kommt und nicht nachher quasi den Nutzer oder den Verwender dann die Pflicht überlässt, das einzuklagen. Insofern halten wir ja große Stücke auf das europäische Vorsorgeprinzip. Nur so langsam, aber sicher wird es ein bisschen ausgehöhlt, weil immer mehr Druck von der Pestizidlobby kommt, das doch nicht ganz so ernst zu nehmen wie in den letzten Jahren, sondern aufzuweichen. Sagt Martin Häusling, agrarpolitischer Sprecher der Fraktion Die Grünen im Europaparlament. Besten Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank.